Neue Folge Pokémon Schwert. Ja, Freunde, im letzten Part haben wir es tatsächlich geschafft. Wir sind der Pokémon-Liga geworden, gerade eben. Und, yo! das habe ich jetzt voll rausgebracht. Ich muss gerade mal hier kurz was machen. Und heute möchte ich ein paar Side-Stories machen. What the fuck geht ab? Die alte Dame! Ex-Professorin von Gala. Du hast es geschafft und du bist der neue Champion. Herzlichen Glückwunsch! Hier, das ist für dich zur Feier deines Titels. Eine neue Ball! Der beste Ball aller Zeiten, denn damit kannst du alles fangen. Yay! Aber Professor Magnolika, sie hätte doch nicht extra herkommen müssen. Guck mal meine paar Parts nach. Ein paar Parts solltest du nachgucken. Sie ist keine Professorin mehr. Richtig. Wyvern hat so viel für uns vollbracht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Die Fundstände, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teile von Andy Nalos. Als Andy Nalos erwachte, wurde also die Region mit der Energie durchdrängt, die für Dynamax nötig ist. Außerdem bin ich keine Professorin mehr, du blöde Kuh. Hätte niemand eingegriffen, wäre Gala eine Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zum Opfer gefallen. Aber Wyvern und die anderen haben uns alle gerettet. Nun ja, das Dynamax-Phänomen ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galas. Und ich muss mal kurz meine Aspirin nehmen. Ich wünsche mir, dass diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird, so wie meine junge, geile Tochter. Nein, was hast du getan? Oh nein, oh nein, oh nein! Du Untermensch! Oh Gott, was war das schon wieder? Bitte, ich guck mich nicht so an, ich hab nichts damit zu tun. Also dann, Wyvern, lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst. Oder wie Digimon Staffel 1 sagen würde, lebe dein Traum. Professor Magnolika hat sich so intensiv mit dem Dynamax-Phänomen beschäftigt, kein Wunder, dass sie sich solche Gedanken um die Taten des Liga-Präsidenten macht. Apropos, heute möchte ich ein paar Side-Stories angehen, bevor wir die Side-Story an sich beginnen. Also ein paar kleine Geheimnisse möchte ich noch machen und ja, ich werde vielleicht auch ein bisschen abwechseln, mal Story, mal nebensächlich. Aber zuvor möchte ich ein kleines Geschenk abholen. Was man hier bekommen kann. Tududududu, einen Pokéball. Glückwunsch. Hallo. Darauf habe ich mich schon lange gefreut. Da liegt ein Pokéball, der einen Glurman da enthält. Du liest dir den beigelegten Brief durch. Lieber Wyvern, dieses Glurmander ist etwas ganz Besonderes. Ich will, dass du sein neuer Trainer wirst. Lass uns bald wieder nach Herzenslust kämpfen. Viele Grüße, Dillion. Geilo. Mega geil, nur ich glaube, dieses Glumanda kann tatsächlich direkt das Dynamax einsetzen. Also nicht das Glumanda, sondern hat das Glurak, aber ja, es ist Dynamax-fähig. Sagen wir so. Müsste auch dastehen. Ihr müsst euch das mal so geben hier, Andy Nalos, dem so ein kleines Glumanda, dem so einen dicken, fetten Andy Nalos. Und ja, es kann Dynamaxen.
Spezialangriff und Spezialverteidigung. Wow. Das ist für Flammenwurf und Glut ziemlich kacke. Ja. Das erkenne ich im Übrigen an diesen zwei Striche. Also wir werden leider niemals Dynamax sehen. Beziehungsweise Giga Dynamax. Weil wir nicht diese zwei Striche haben. Leider. Leider, leider, leider. Und ich habe ja leider schon Blumander. Aber das kann keine Giga Max. Aber okay. Aber jetzt zwei Glumandas. Und ich wollte runtergehen, denn heute möchte ich, bevor wir die Story machen, damit ich das nicht vergesse, möchte ich heute nach Score City, denn dort gibt es jetzt den sogenannten Kampfturm, wo es auch diesen besonderen Soundtrack gibt. Oder nee, warte, war das? Ja doch. Ja doch, war der Kampfturm, oder? Genau. Hier in dem Kampfturm gibt es nämlich einen besonderen Soundtrack, den Undertale-Entwickler Toby Fox gemacht hat. Aber ich denke, den Kampfturm, da muss ich mich nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Muss ich ein bisschen später machen. Es gibt aber tatsächlich ein neues Pokémon-Turnier. Und das möchte ich heute mal angehen. Also den Score-Kampfturm machen wir dann, keine Ahnung, irgendwann später. Ich denke, als letzte Lösung, als letzten Part. Ich denke, wird ein toller Abschluss sein. Aber fürs Erste möchte ich dieses neue, besondere Turnier machen, denn ich glaube, man kann hier tatsächlich gegen einen besonderen Trainer kämpfen. Oder? Müsste. Ach ne, okay, das ist noch das Normale, aber es gibt später noch ein anderes Turnier. Ich werde euch den... Oh, was ist das denn für einer? Ich werde euch den ersten Kampf voll zeigen, aber die restlichen Kämpfe werde ich dann schneiden. Falls jetzt nicht sonderlich passiert. Wobei ich eigentlich nicht schneiden bräuchte, weil, naja. Bei mir passiert immer was. Und Simbolara. Stimmt. Das möchte ich euch auch noch zeigen. In der Naturzone sind jetzt nämlich neue Pokémon aufgetaucht, die es vorher nicht gab. Und was? 56? BTS? Ach scheiße, der ist ja Psycho, ne? Ja! Ist klar! Der ist Psychoflug. Ich Idiot. Das heißt, der Typ wird Psycho-Pokémon einsetzen, oder? Würde mich nicht wundern. Oder Flug-Pokémon. Er setzt Flug ein. Alles klar. War toll. Wow. Warum sind die so underlevelt? Kann mir das mal jemand verraten? Das heißt, dieser Kampf wird jetzt höchstwahrscheinlich einer der einfachsten Kämpfe aller Zeiten sein. Ich habe so den Eindruck. Und tatsächlich ist jetzt Flug-Pokémon ein. ETF? Warum? Was? Was viel schneller? Junge, wo sind wir denn? Toxinox, ich bin enttäuscht. Scheiße. Was mache ich jetzt so? Scheiß, verdammt. Ach komm, Grazi, mach du. Das ist jetzt doof.
Alter. Warum? Das kann ich nicht nachvollziehen. Ey, warum ist das denn so viel schneller? Und da hat es doch Pikachu im Maul. Lol, was? Ja. Als ob. Yeah. Doppel-K.O. Ja, keine Ahnung. Warte, der setzt Flug-Pokémon an. Das heißt, Infernitox fällt aus, Lancelot fällt aus, Drexel fällt aus. Na gut, dann muss halt Shadowrus ran. Ich hab jetzt gelesen, Magbrand. Natürlich. Warte, ich kann Finsteraura wenigstens einsetzen. Oh Mann. Ja, natürlich. Aber gut, dass der schneller ist als hier. Shadowrus, das ist ja wohl klar. Himmelsfee. Warum rastet der eigentlich so krass aus? Weißt du was? Ich will jetzt hier nicht lange rummachen. Er hat rummachen gesagt. Ja, ganz klar. Da komm, wir sind am Ende des Games. Können wir doch ruhig Toxinox wiederbeleben. Oh mein Gott, nein, Himmelsfeger, oh nein! Wow. Das war so lame. Wirklich. Krass. Oh nein, er hittet mich mit Himmelsfeger und das kann ich nochmal. Ja. Hat ja nicht einmal gereicht. Nö. Gleich nochmal. Ist klar. Stirb doch einfach nur. Was machst du denn jetzt hier noch so einen Aufstand, ey? Ich finde, by the way, die männliche Form von Fassa Snoop ziemlich hübsch, ja. Aber ich muss sagen, diese Form hätte mehr zum weiblichen gepasst. Weil das weibliche ist so bräunlich und hat nicht so einen Federschmuck. Das hat halt nur... Also stellt euch das vor, ohne den Federschmuck, ohne dieses um den Auge... Und halt braun. Das ist die weibliche Form. Ich werde die, denke ich, euch nochmal zeigen. Dann muss ich das zwar weiterentwickeln, bevor ich es euch zeigen kann, aber gut. Ich spiele ja sehr viel Off-Cam. Oder, na, wobei in letzter Zeit habe ich nicht so viel Off-Cam gespielt. Da habe ich eigentlich gar nicht gespielt. Tatsächlich. Und ja. Ihr merkt auch gerade, ich spiele nicht so sicher, weil, naja, es ist halt Ende des Games und... Ja... Will ich schnell hinter mich bringen? Und ja... Da kann es mir auch egal sein. Schallflügel? Wow. Jetzt willst du was anderes sein. Was? Kommt ein bisschen spät. Vielleicht hat er ja noch die weibliche Form, euch euch nicht zu zeigen. Aber vielleicht sehen wir die ja nochmal irgendwann. Ist halt nicht gerade die Welt. Grifeldis, ui. Rudi, du gehst ja ab. Ja, na klar, setz das Schutzchen da ein. Diggi, was geht ab? Ja, aber ich verstehe nicht, warum zum Teufel die so krass underlevelt sind. Kann ich nicht verstehen. Ich meine, ihr müsst bedenken, dass das erst nach der Liga möglich ist. Und Dillian hatte schon 65er. Ich habe im Übrigen auch gehört, Dillian soll später noch 75er haben. Man kann nochmal gegen ihn in einem Turnier kämpfen. Ist halt nur dann kein Champ-Battle mehr. Da holt sich jetzt halt kein den Titel nicht zurück. Gibt's ja nur einmal das Champ, den Champ Cup, das Arena-Leiter-Turnier. Überschallknall.
was willst du mit Überschallknall? Wobei, ja, gut. Ja, gut. Können wir eigentlich reinnehmen? Für Aufruhr. Ja. Bin ich kein großer Fan davon. Aber warum kann der nur normale Attacken? Ich meine, er hat insgesamt höchstens 4 Pflanzenattacken erlernt. Und sonst nichts weiter. Das ist ein bisschen lame. Weiß nicht. Gut, dann wird mein nächster Birdun sein. Oder Birden. Birdo. Ja, keine Ahnung. Was könnte der einsetzen? Ich weiß nicht, was der einsetzen könnte. Aber wie gesagt, es gibt später noch ein Battle. Da kann man gegen Dillian kämpfen, aber es ist halt kein Champ-Battle. Er holt sich also nicht den Titel zurück, sondern es ist halt nur ein normaler, simpler, einfacher Kampf. So wie jetzt. Ich weiß nicht. Ich hätte es besser gefunden, wenn er gesagt hätte, ich hol mir den Titel zurück. Sanaconda. Und natürlich habe ich jetzt das Falsche vorne, ne? Wobei. Naja. Nicht ganz, aber Draxen wäre da effektiver gewesen. Oh! Warte. Steigen die jetzt im Level oder steigen die jetzt nicht im Level? Ich weiß nicht, mit was er. Mit welchem Level hat der erste geliebt? War es auch 56? Ja. Ganz egal. Es ist trotzdem lame. Lame bleibt lame. Oder wie es Deutsche sagen würden, lahm bleibt lahm. Philipp lahm. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich unnötig ist. Aber mal schön zu sehen, dass es jetzt ein anderes Turnier ist. Ja, ich werde es auch nur einmal machen. Vielleicht um noch diese ganzen Gucci-Sachen zu bekommen oder um noch die TMs, müssen wir ja auch noch alle kaufen. Auf die TPs habe ich jetzt nicht abgesehen, weil es ist halt glücksbasiert. Und dann muss es ein bisschen dauern und er setzt tatsächlich Boden-Pokémon ein. Wer hätte damit denn rechnen können, weißt du? Ja. Wir werden sehen, was wir noch machen. Also jetzt kommt erstmal das Battle und im nächsten Part wird dann, denke ich, es mit der Nebenstory weitergehen. Beziehungsweise beginnen wir dann die Nebenstory. Wir schauen einfach mal, was so abgeht. Wir haben ja noch ein bisschen. Ne? Von daher. Oh mein Gott, ich habe ihn gewonnen. Drama, baby. Warum kommt ein anderer Level-Teil Cup nach der Liga? Das ist nach der Liga verfügbar und sie sind unlevelt. Ich weiß nicht. Aber jetzt wäre hier eine Eisattacke sehr effektiv gewesen. Aber natürlich kriege ich keine. Beziehungsweise doch, aber ich darf halt keine haben. Wir haben im Übrigen eine TM vergessen, aber komm, das war unfair. Die zu finden war total unfair. Das konntest du gar nicht sehen. Ich glaube, wir haben sogar tatsächlich in einer Naturzone alle TMs, die es gibt. Gott. Oder ich überlege gerade. Ja doch, müsste. Müssten alle TMs gewesen sein, die ich euch gezeigt habe. Auch wenn wir die nicht alle beim ersten Mal mit einsacken konnten, weil die halt so beschissen versteckt waren. Aber ja, wir gehen ja eh nochmal in die Naturzone. Wo wollte ich euch ja die neuen Pokémon zeigen, die dort erst nach dem Champ-Battle aufgetaucht sind. Aber ich habe ich auch schon gesehen. Oh ja, natürlich kann ich jetzt nicht angreifen, weißt du? Komm, gleich noch mal hinterher. Komm.
Kopf. Was? Ist das dein Ernst? Ist doch nicht wahr. Kann ich nicht verstehen. Warum spielt hier eigentlich keine neue Musik? Ich meine, klar, es ist jetzt ein Stadion und so. Und ich sehe gerade, der ist sogar noch schlechter als der andere. Dann nur 56er, oder? Ich habe mich verlesen. Vielleicht hatte der schon eine 58er, ich hab's nur gekillt, aus Versehen. Ja, ganz egal. Es ist lame. Das konnte ich auch nicht wissen. Aber gut, ist okay. Macht ja nichts. So, Isa. Was könnte der denn einsetzen? Ja, komm, dann lead ich direkt mit Rexen. Wobei, der eine hat gerade Boden eingesetzt. Vielleicht setzt der, keine Ahnung, Kampf ein? Vielleicht. Wer weiß. Ich hoffe es. Oh, es ist sogar ein Girl. Eine alte da. Naja, gut. Es ist keine alte Dame. Es ist nur eine komische Dame. Ja, wobei. Anfang 50. Ja, das ist bei mir Ei. Sie setzt Eis-Pokémon ein. Natürlich setzt sie Eis-Pokémon ein, weißt du? Da setze ich nur Gelatino ein. Gibt es nicht doch so eine andere? Nee, warte. Gelatini, Gelatropo, Gelatino. Genau. So. Ja. Trotzdem. Ich verstehe nicht. Im Endeffekt mache ich dieses Turnier eh umsetzen. Ja, wobei nicht ganz umsonst. Wir kriegen ein paar Erfahrungspunkte und so. Ein bisschen Geld. Und wir sehen mal unbekannte Leute. Und tatsächlich sogar Pokémon, die wir noch nicht gesehen haben, oder? Ich glaube, das Grifeldes hat man noch nicht gesehen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir, sehen wir ja ein Eis-Pokémon, was wir noch nicht gesehen haben. Martineva. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gesehen. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich kenn's schon. Meine Käfermotte hat sich dazu nämlich weiterentwickelt. Beziehungsweise mein Käfer, mein Eiskäfer, den ich habe. Auf jeden Fall kenne ich den schon. Ich kenne den schon, ihr wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ja auch viel alleine gespielt. Ist trotzdem lame. Man hätte wirklich mal was Gutes machen können. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn jetzt hier so eine Art, das so gewesen wäre, dass du halt gegen verschiedene Trainer kämpfst und dann ganz am Ende noch so ein Haupttrainer kommt, den man halt kennt oder nicht kennt oder der dann halt wirklich so der stärkste aller starken Trainer ist. So halt 65 oder so und am Hut, Alter. Ich liebe dieses Pokémon, das ist so toll. Warum setze ich Mamutel ein? Ich will auch. Wie kriegt man eigentlich Mamutel? Ach, warte. Kaifer muss auf 45 Antikraft werden, genau. Hier ist es ja jetzt so, im Übrigen, habe ich euch noch gar nicht erzählt, ne? Es wurden einige Pokémon verändert. Klar, die Tausch-Pokémon wurden weiterhin, sind weiterhin geblieben. Aber jetzt zum Beispiel nach Tara entwickelt sich nicht in der Nacht weiter. Psyana. Doch, warte. Psyana entwickelt sich am Tag weiter. Nein, doch. Ich glaube aber. Nach Tara entwickelt sich per Finsterstein weiter. Nein, doch. Auf jeden Fall entwickelt sich Glaciola nicht per Stein weiter. Also. Doch schon, aber. Nicht per Moosstein oder per Eisstein.
Okay, das war ein bisschen dumm erzählt, weil doch, du musst einen Eisstein verwenden, aber wisst schon, es gab ja in der vierten Generation diese besonderen Steine in so einer Höhle und dann nochmal im Ewigwald, im Wiegenwald, ich glaube es war der Ewigwald und Ewigenwald in der fünften Generation. Und da gab es solche Steine und da musstest du trainieren und dann Level upen und dann hat sich dann Evoli im Psyana oder Fulipova entwickelt. Hier ist es so, gibt deine Evoli einen Blattstein für Fulipova und einen Eisstein für Glaciola. Feuerstein, Wasserstein und Donnerstein sind ja klar. Filinara bekommst du durch Poke Camping. Ja, durch Poke Camping. Und was willst du denn jetzt? Oh, geil, dass du mitgemacht hast. Hier, kriegst du ein Geschenk von mir. Und dann ist es nochmal. Wow. Geil. Bin ich voll von. Ja, wie gesagt. Gut. Das war das Turnier. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt diese unfaire TM. Ist nicht weit weg. Aber die kann man sehr, sehr, sehr leicht verpassen. Ja. Ziemlich leicht verpassen. Und ich glaube, ich habe euch noch einen besonderen Ort gar nicht richtig gezeigt, ne? Das wollte ich noch, bevor wir ins Ghost City ankommen, zeigen, aber habe ich vollkommen vergessen. Aber ich zeige es euch jetzt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu TM, denn das ist eine absolute Frechheit. Du kannst das hier nicht sehen. Selbst jetzt nicht. Okay, was ratet ihr? Was glaubt ihr? Wo könnte die sein? Na, seht ihr es? Das ist eine absolute Frechheit. Man kann hier hoch. Man sieht das noch nicht mal von der Seite aus. Gut, okay, wenn man genau hinschaut, dann ja, aber eine absolute Frechheit. Und dann ist es Fruststampfer. Die Spezialattacke von Pamros. Von Pamros, genau. So, dann kommen wir zum nächsten Ding. Und da müssen wir relativ zum Anfang hin. Ich habe euch nämlich noch eine Sache nicht gezeigt. Und die da wäre diesen Ort hier. Habe ich euch nie gezeigt, ne? Man sollte auch mal vielleicht das Ding nehmen. Oh, wartet. Genau. Das vergisst man nämlich. Man kann tatsächlich auch hier lang und dann sich noch eine TM abholen oder ein Item abholen. Ich dachte, es wäre ein TM, aber nein, es ist nur ein Waldband. Ja gut. Aber man kann sich tatsächlich noch eine TM abholen, nur auf der anderen Seite. Und da, ich wollte ja nicht rein. Maiko, lass mich in Ruhe. Guck mal, hier ist ein großer Bruder. Er ist viel cooler wie du. Geh weg. Bitte. Lass mich in Ruhe. So. Genau, auf der Seite. Ich dächte, es war hier ein Stück weiter hinaus. Kann man sogar Barakiefer und diesen anderen zeigen. Arovada, glaube ich, hieß er. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Auf jeden Fall dieses Item, Psychosamen, damit müsst ihr alle Samen haben. Ja gut, man könnte vielleicht noch den Samen nehmen. Hier bekommt man noch ein verstecktes Item, Wasserstein in dem Fall. Und dann gab es, glaube ich, hier noch irgendwo was. Genau hier kann man fangen. Aber ich glaube, gibt es noch irgendwo ein Item. Genau. Das siehst du so schlecht, ne? Oh, Garados, geh weg. Bitte. Kann man nicht hier noch drauf? Ich dachte, man konnte hier noch drauf.
auf dieses Stückchen Land. Oh, warte. Ja, man kann da drauf, aber anders. Man muss von da kommen. Wie kann man nämlich einfach mal Barrikade abzweigen? Come on! Habe ich völlig umsonst trainiert, das Ding. So, dann bekommt man hier noch die TM Psycho-Klinge. Damit hätten wir eine physische Psycho-Attacke. Jetzt brauchen wir nur noch Glück, dass das jemand erlernen kann. Fragt sich nur wer. Shadow ist, glaube ich, nicht, dass er das erlernen kann. Ich glaube, das kann niemand erlernen. Ich habe so den Eindruck. Ja, also klar, Fußstampfer Brock, Rexen, das erlernen. Ja, gut. Was ist hier? Tipps für Trainer. Wer versucht, das Pokémon eines anderen zu stehlen, ist ein gemeiner Dieb. Wirft deine Pokébälle nur auf wilde Pokémon. Und warum kriegt man das hier bitte gesagt? Ich meine, selbst wenn man Surfer hat, das hat man ja nach der 6. Arena. Ist ein bisschen spät. Bisschen sehr spät. Aber gut. Oh, Level 40. Läuft bei denen. Nein! Jetzt Level 80. Das wär's, Level 80. Wird bestimmt 60 oder so sein. Ne, 50. Wow. Ich hab das Ding umsonst trainiert. Ich glaube, hier gibt's tatsächlich nichts mehr. Großartig. Aber wie kommt man da hin? Da kommt man doch bestimmt auch hin. Zu diesem Haus. Weißt du, warum steht da ein Haus? Wie kommt man da hin? Und lol. Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Nicht dein Ernst. WTF. Ich habe einfach mal einen Superball übersehen. Ha, lol. Habe ich noch was übersehen? Ne, hier hinten haben wir ja die einen TM gefunden. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, moin. Gut, dann war's das tatsächlich von dieser Folge. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gibt's, glaube ich, noch ein bisschen was zu sehen. Klar, kleine Easter Eggs oder... War es nicht sogar eins in Professor Magnolikas Haus? So, bevor ich die Folge beende, zeige ich euch noch in der Naturzone die neuen Pokémon, die aufgetaucht sind. Sind, glaube ich, nicht viele, aber es gibt zum Beispiel vor Claw City, glaube ich, war es, oder vor Engine City, gibt es jetzt tatsächlich ein Duraludon zu bekommen. Das kann man erst finden. Hä? Ich habe gerade einen Ponyta gehört. Aber das geht doch gar nicht. Ach, Vulpix. Das war Vulpix. Das hat sich angehört wie Ponyta. Lol. Wow, was war das? Ah, Pampos. Das kennen wir aber schon. Es gab aber... Ich bin mir nicht sicher. Entweder war es vor Engine City oder vor... Jetzt brauchen wir nur noch Glück mit dem Wetter, ne? Also wenn es jetzt nicht vor Engine City ist, dann vor... Oh ja, genau. Hier. Vor Engine City kann man Galas Mokmok finden. Das kriegt man erst nach der Liga freigeschaltet. Ich glaube, es war noch Duraludon. Aber das kommt hier beim Wutanfallsee. Zeig ich euch auch. Da gehen wir zum Chlorplateau. Ich glaube, hier dürfte es auch auftauchen. Galas Mokmok. Und da ist das weibliche Fassasin.
von dem ich euch erzählt habe. Ich höre hier immer irgendwelche Pokémon, die gar nicht existent sind. Olanthorn kann man hier auch bekommen. Das ist ganz cool. Aber den könnte man vorher auch schon bekommen, ne? Ich hoffe, dass wir jetzt Glück haben und Duraludon kann aufsuchen. Übrigens könnt ihr euch sparen, die Pokémon, die Evolis weiterzuentwickeln, denn ihr bekommt ja einfach mal alle Evoli in die Hand. Klar, wenn ihr versäumt, sie zu fangen. LOL, Volnona! Wenn ihr versäumt, sie zu fangen, dann kriegt ihr sie natürlich nicht. Wenn wir jetzt Glück haben, sehen wir das Duraludon. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie man das auftaucht. Und hier gibt es sogar Ponypass. Ich bin mir nicht sicher, wie das auftaucht, aber es müsste. Oh, Sileprim. Es müsste theoretisch auftauchen. So auftauchen. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall könnt ihr hier Duraludon finden. Und ja. Wie gesagt, Galasmogok ist Mokmok da, Monona, und hier bekommt ihr immer eine Evoli-Entwicklung, je nachdem welches Wetter bzw. welchen Wochentag ihr habt. Ja, ich glaube, es ist aber hier in dem Fall nicht wochenabhängig bzw. wochentagsabhängig, tagesabhängig, sondern halt wirklich straight. Oh lol. Sondern halt wirklich straight wetterabhängig. Ich dachte, man konnte da noch ein Duraludon. Oder ich habe einfach nur Pech. Oder es kommt halt ein bisschen später. Beziehungsweise man muss durchs Gras gehen. Auf jeden Fall war es das mit der heutigen Folge. Ich zeige euch noch, was man da hinten bekommen kann. Hier kann man zum Beispiel jetzt Voltula bekommen. Das konnte man hier vorher noch nie bei Regen bekommen. Oder ich hatte nie Regen. Hier könnt ihr Rihorn bekommen. Ich glaube auch, dass ihr hier, wo normalerweise immer das Kandiras und das Vogelbaum ist, könnt ihr ab sofort, wow, Alter, könnt ihr ab sofort ein Rihornior bekommen. Ja. Also hier könnt ihr Rizaros bekommen, aber zu 1% bekommt ihr hier Rihornior, aber nein, wir bekommen Vogelbaum. Das war noch nie so. Hier bekommt ihr Thanatora. Das gab es vorher, glaube ich, auch nicht. Also ist ja eigentlich schon ganz cool, dass sich hier auch dann später was ändert. Nochmal kurzer Fun Fact, bevor ich die Folge beende. Ihr werdet, wenn ihr Gastrodon und Chalelos haben wollt, müsst ihr zwingend auf die blaue Form gehen. Denn die pinke ist zwar implementiert, aber ihr bekommt sie nicht. Sie gibt es, die pinke. Die bekommt ihr aber erst 2020. Das müsst ihr nämlich aus Pokémon Sonne und Mond importieren. Ja, tatsächlich. Hättet ihr das gedacht? Oder halt aus einem Spiel, wo es das pinke Chalelos gibt. Aber ihr werdet nie, egal ob ihr jetzt Schwert oder Schild spielt, ihr werdet nur das westliche Gastrodon bekommen, nicht das östliche. Finde ich ein bisschen schade, weil ich mag beide Formen. Gut, okay, ich mochte schon immer das pinke Chalelos lieber als das blaue, aber dafür das blaue Gastrodon lieber als das pinke, aber gut. Okay, dann ist das halt so. Dann muss man halt bis 2020 warten, aber okay. Ich hatte eh nicht vor, das pinke Chalelos zu kriegen. Ich habe eh keins mehr auf der Pokémon Bank. Gut, dann war es das tatsächlich mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liken, kommentieren und teilen. Und dann geht's im nächsten Part mit ein paar weiteren Easter Eggs oder so. Entweder mit ein paar weiteren Easter Eggs oder mit der Story weiter. Muss ich schauen. Ich denke aber, wir werden tatsächlich auf die Story gehen. Und da haben wir Navitaub, finde ich cool.
Ja, jetzt komischerweise leckt sie nicht, ne? Aber ich habe auch schon gehört, es gab ein Update. Sie haben es wohl. Boah, Digga. Ulanga. Offensichtlich haben sie es gepatcht. Weil ich hatte immer das Problem, dass es extremst geleckt hat. Gut, okay. Das war's jetzt aber. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Liken, kommentieren und teilen und dann schaltet neu. Was? Okay. Die haben das Level erhöht. Offenbar. Gut. Ja, wie gesagt, liken, kommentieren und teilen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sage tschüss und ciao, Leute. Nach wie vor Galagladi. Das ist jetzt Level 80. Oh, wir haben doch eine TM vergessen. Ja, gut. Unnötig.